Hallo und herzlich willkommen zurück zu RNR Production. Hier ist Robi und wir spielen weiter mit Genshin Impact Part 152 müsste sein. Und wir haben ja schon mal die schönen Ausrufezeichen. Klatsch mal schön weg. Oh. Haben wir Errungenschaft vergessen? Gestern wegzumachen. Was haben wir da? Zerstöre direkt die Transozeanische Perle, ohne dass die Resonanz-Korallenperle zerstört wird. Während des Millenniums-Perlen, was für Namen, Perlenseepferd, uralten Fontema Donner kanalisiert. Huh. Da ist mein Deutsch eingerostet bei solchen Wörtern. So. Und wir haben ja neue Woche, neues Glück, ne? Da es die Anfangswoche ist, würde ich sagen, machen wir wieder ein paar Quests erstmal. Weil dann können wir schön heute das ganze Zeug wegklatschen. Das wöchentliche Zeug. Oh, lass gleich schmieden. Da haben wir die 20 schon mal weg. Das hört sich doch sehr gut an. Sprich mit Sarah. Nö. Kann ich dir helfen? Natürlich. Schmiede mal was für mich, mein Freund. Da haben wir was. Warte mal. Davon haben wir schon über 600, ne? Machen wir das. Und es geht auch schnell. Muss man nicht immer blaue verschwenden. Und vor allem, die gehen sehr schnell, ne? Da muss ich nicht mal 15 Minuten, glaube ich, dauert es bei dem Blauen. Oder 10. Jetzt ist es in ein paar Sekunden fertig. Haja, wunderschön. Da kommt schon der Letzte. Beautiful. So. Kochen können wir, aber da müssen wir mit Sarah wahrscheinlich reden. Oder vielleicht spricht sie mich nicht an. Wer weiß. Ja, perfekt. Sie spricht mich nicht an. 20. Was war das? Achso, ich habe falschen Knopf gedrückt. Ich dachte gerade. Irgendwas habe ich noch nicht fertig gekocht. Oh, 10. Hat keiner Lieblingsessen, schade. Mit Kuhhuhmilch. Was ist das für ein Gericht? Knuspriges Fetten? Was ist denn das? Fatin. Komm, hau weg das Ding. Eigentlich wollte ich das im Nachhinein machen, jetzt mache ich es schon. Aber nach dem Kochen machen wir mal ein paar Missionen erstmal. Und nicht das langweilige Standardzeug zuerst hier. Sind wir schon bei Blau angekommen, hä? Auch niemand als Lieblingsessen. Was soll denn das? Die guten Schrimps. Ah, das sieht aber auch geil aus, ne? Da wäre ich Stammgast. Ich liebe Schrimps. Hummer, Krabbe. Da bin ich einer der Ersten, wenn es sowas gibt. Als Sushi, oh ne, voll daneben. Als Sushi habe ich die immer voll geil gefunden. Oder Aal. Oh, göttlich. Göttlich. Komm, den machen wir jetzt fertig, die 15. Dann sind sie auch weg.
Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich schon mehr als 20 habe, ja, ich müsste schon 22 oder 23 mal gekocht haben. Aber hau mal kurz voll. Lass mal doch hier nichts angefangen. Perfekt. So. Dann haben wir auch 20 mal gekocht. Wunderschön. Anführer, bla 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 bla, bestehe 15. Ja, die zwei müssen wir auf jeden Fall heute noch machen. Ja, da haben wir einiges. Aber ich würde sagen, wir machen erst die Standard-Quest noch ein bisschen weiter. Deswegen will ich nur ein paar Quests machen. Und dann machen wir noch ein bisschen die Weekly-Zeug. Hau mal weg, dass es auf einmal alles weg ist und ich wieder immer ein bisschen was mache. Dann habe ich die Woche immer schön Zeit, Schöneres zu machen. Ohne immer gestört zu werden von irgendwelchen Weekly Monster killen, Dorfbewohnern, Kochen, Schmieden. So. Achso, Lan hat keine Quests mehr. Die habe ich ja letztens, gestern sogar alle gemacht, ne? Aber ich habe hier doch mega viele Ausrufezeichen noch gesehen. Das waren doch nicht alle Quests. Ich glaube am Hafen, oder? Hier war doch bestimmt auch eine Quest. Ne, ist nix. Doch, sag ich doch. Sag ich doch. Atsuko, hello. Ich frage mich, wie es Mamas Gesundheit geht und Papa. Reisende, was führt dich hierher? Ich erinnere mich an das letzte Mal, als du gekommen bist, um mich nach dem Weg nach Inazuma zu fragen. Ich war schon in Inazuma. Ich kann nicht glauben, dass du tatsächlich da drüber gegangen bist. Und zurückgekommen sogar. Was man über dich hört, ist also wahr. Du bist jenseits der Reichweite von normalen Menschen wie mir. Ach, stimmt ja. Wenn du könntest, würdest du mir einen Gefallen tun? Was ist das? Ein Gefallen? Könntest du mir einen Gefallen tun? Was ist das? Ich habe noch nie einen Gefallen getan. Nun ja, als ich zum ersten Mal Inazuma verließ, geschah das, ohne Abschied zu nehmen. Ich wuchs mit der Sehnsucht nach der weiten Welt außerhalb von Inazuma auf und liebte es, herumzureisen und nicht an meine Eltern gebunden zu sein. Nach dem Erlass des Augenharz-Dekrets wurde die Atmosphäre in Inazuma immer bedrückender, weshalb ich meine Heimatstadt aus einer Laune heraus verließ. Obwohl ich kaum einen Weg gefunden hatte, um über die Runden zu kommen, nachdem ich nach Liyue gekommen war, konnte ich niemanden finden, auf den ich mich verlassen konnte, um eine Nachricht nach Hause zu schicken und Bescheid zu geben, dass ich in Sicherheit war. Kann ich dich bitten, den Brief zu meinen Eltern nach Hause zu bringen? Aber gern. Danke dir. Nun, ich zähle auf dich für die Postzustellung. Übrigens, mein Vater heißt Jo und meine Mutter Michiru. Was die Adresse angeht, werde ich sie für dich auf der Karte markieren. Ich habe viel durchgemacht, seit ich zu Hause ausgezogen bin. Und heute weiß ich, dass es nicht in Ordnung ist, sich immer auf meine Eltern zu verlassen, um zu einer unabhängigen und starken Frau heranzuwachsen, wie ich es früher getan habe. Ich habe beschlossen, dass ich in nächster Zeit nicht nach Hause zurückkehren werde. Wenn ich da draußen auf Schwierigkeiten stoße, werde ich mich ihnen mutig und allein stellen. Wenn ich das tue, werden meine Mama und mein Papa, die weit weg sind, auch stolz auf mich sein, oder? Ich habe diese Bestimmung auch in dem Brief an die Eltern geschrieben. Also werde ich dich bemühen, ihn meine Eltern mitzugeben. Mache ich doch gern für dich. 5000 Meter down. Ah, gleich am Anfang, ja? Aber ihr muss ich auch noch einkaufen. Wie heißen die? Waka, Waka, Waka. Waka Murasaki. Thank you very much. Okay. Das war schön. Ah, hier sind auch noch überall Ausrufezeichen, ne? Aber begleiten wir, ich wollte sagen. Begrüßen wir doch erstmal Mama und Papa. Hello. Jo und Michiru. Wie viele Gerichte wären gut, um sie morgen zum Mittagessen zuzubereiten? Unsere Kinder essen immer mehr in letzter Zeit, also ist es immer eine gute Idee, mehr zu machen. Darf ich fragen, wer du bist? Ist das die Familie von Atsuko? Ja, darf ich fragen, was du willst? Dies ist ein Brief, den Atsuko mich euch hat bringen lassen. Ein Brief? Warum schreibt sie auf einmal Briefe? Und so lang. Sie ist doch schon zu Hause. Sie kann uns doch einfach erzählen, was sie auf dem Herzen hat. Was? Atsuko zu Hause? Hä?
Sind die verblendet? Wieso soll sie zu Hause sein? Haben die nicht mal haben die nicht mal gecheckt, dass ihre Tochter ausgezogen ist? Atsuko zu Hause? Reisende, du klingst, als wärst du überrascht. Es stimmt zwar, dass unsere Atsuko eine Zeit lang unterwegs war, aber jetzt ist sie wieder zu Hause. Warum würde sie jemanden bitten, einen Brief nach Hause zu bringen, wenn sie doch zu Hause ist? Du hast dich sicher geirrt. Moment mal, Liebling. Ich habe den Brief angesehen und die Handschrift, der Stil, das war tatsächlich unsere Tochter Atsuko. In dem Brief stand auch, dass sie nicht vorhatte, in nächster Zeit zurückzukehren und dass wir auf uns selbst aufpassen sollten. Was zum Teufel ist hier los? Es kann doch nicht sein, dass unsere Kinder diese Reisende bittet, einen Brief mitzubringen, während es selbst schon zurückkehrt, oder? Ich glaube, hier liegt ein kleines Missverständnis vor. Lasst uns mal fragen, sobald sie zurück ist. Reisende, leider ist meine Azuko heute nicht in der Stadt. Wenn sie zurückkommt, werden wir beide sie um Klärung bitten. Komm morgen Abend wieder zu uns, wenn du magst, und lass dir von ihr alles von Angesicht zu Angesicht erklären. Wo ist sie jetzt? Sie sagte, sie müsste sich um die Arbeit kümmern und ging eilig, nachdem sie gegessen hatte. Ja, sie ist jeden Tag früh raus und spät zurück, und wir sehen sie nur abends, also weiß ich nicht, was das Kind treibt. Wie auch immer, bitte komm morgen Abend vorbei. Und wenn das Kind wirklich etwas falsch gemacht hat, sorgen wir dafür, dass es sich persönlich bei dir entschuldigt. Und dass ich dich mit einem so langen Lauf belästige, tut mir leid. Dieses Kind ist so unberechenbar. Hä? Warte auf morgen Nacht, 18 bis 6 Uhr. Was geht denn hier ab? Mega komisch. Mega, mega komisch. Warte mal, was stand da? 18 bis 6 Uhr. Warte auf morgen 18 bis 6 Uhr. Heißt immer noch heute. Alter. Muss ja ewig warten. Einen ganzen. Nee, über 24 Stunden muss ich warten. 36 fast, hä? Eieiei. Wieso nicht heute Abend? Ne, die warten auf morgen. Geh zu Azukus Haus. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, die Familie von Azuko ist im Haus. Lass uns an die Tür klopfen. Sie scheinen über etwas zu reden. Übrigens, ich frage mich, wie es dem Tanuki geht, den wir zuvor gerettet haben. Es ist ein Tanuki, der sich in die Tochter verwandelt. Oh. Du bist wirklich lieb. Dieser Tanuki hat nur eine kleine Verletzung am Bein. Lass ihn im Gras liegen und er wird schon von alleine erholen. Ich konnte ihn nicht liegen lassen. Er sah mich mit Tränen in den Augen an. Wie könnte ich nicht mit nach Hause nehmen und mich um ihn kümmern? Nun, es ist immer gut, Gutes zu tun, aber er ist ein bisschen zu viel. Fast so viel wie ich. An die Tür klopfen. Wer ist es? Ich bin die Reisende von vorher. Oh, es ist die Reisende, ja, einen Moment. Und schon ist das Rätsel gelöst. Du, hallo, ich bin Atsuko. Schön, dich wiederzusehen. Es tut mir leid, aber ich hatte so viel Heimweh, dass ich es mir anders überlegt habe, nachdem ich dir den Brief gegeben hatte. Und ich bin mit dem Boot nach Hause gefahren. Hahaha, es war alles ein Missverständnis. Tut mir leid, dass ich dir den ganzen Weg hierher habe kommen lassen. Wie hast du es geschafft, zurück nach Inazuma zu kommen? Ah, ich habe meinen eigenen Weg. Haha, darum musst du dir keine Sorgen machen. Also, ich habe etwas vorbereitet. Bitte nimm es an. Danke für deine Hilfe. Beeil dich und geh deiner Arbeit nach. Wie kommt es, dass die Dinge, die Atsuko uns erzählt, anders sind als vorher? Wenn die Rückkehr nach Inazuma so einfach war, warum hast du uns dann überhaupt um Hilfe gebeten? Was ist mit deiner Arbeit in Liyue? Was ist mit deiner Villa in Liyue? Oh, lügen wir ein bisschen. Was ist mit deiner Villa in Liyue? Eine Villa? Welche Villa? Ich habe eine Villa in Liyue? Solche Dinge sind zu weltlich und völlig unwichtig im Vergleich zu meiner Familie. Ich habe sie längst jemand anderem anvertraut. Ah, hehe. Die echte Azuko hat Probleme, eine Arbeit in Liyue zu finden. Wie könnte sie zu einer reichen Frau werden?
Wer zum Teufel bist du? Ich, natürlich bin ich Atsuko. Was gibt es zu bezweifeln, wenn man wie Atsuko aussieht und wie Atsuko klingt? Jetzt hör doch auf, was für eine Nervensäge, vergiss es. Ich werde nicht mehr mit dir reden, ich muss morgen arbeiten, ich gehe jetzt. Atsuko geht aufgebracht fort. Hey, Atsuko, dieses Kind, warum ist sie auf einmal so wütend? Entschuldigung, Reisende, sie ist wohl müde von der Arbeit. Aber wie du sehen kannst, ist das tatsächlich unsere Tochter und der Brief, den du mitgebracht hast. Vielleicht hat sie es wirklich einfach vergessen. Aber wie auch immer, danke für die Hilfe. Und wegen der Bezahlung, bitte warte noch ein bisschen. Was ist denn passiert? Das ist es nicht. Wir können immer noch zahlen. Dieses Kind geht tagsüber doch zur Arbeit, ja. Aber die Bezahlung, die sie jeden Tag für ihre Arbeit bekommt, ist immer ein bisschen seltsam. Mal sind es seltsame Samen, mal wilde Früchte. Sie kommt nie direkt mit Mora zurück. Sie sind etwas Geld wert, aber wir müssen sie trotzdem erst verkaufen, um etwas davon zu haben. Es muss für einen Reisenden wie dich einfacher sein, sich in Mora bezahlen zu lassen. Bitte komm morgen wieder, dann gebe ich dir auch Mora. Muss jetzt wieder einen Tag warten. Katastrophe mit denen. Alter, was für eine komische Quest. Böse seid ihr? Gebt mir doch einfach Geld. Ich und Paimon mögen Geld. Sind die tags nachts schon da? Da stand nur morgen. Keine Uhrzeit. Eier. Stehen die schon nachts bereit? Hello? Wo ist unsere Tochter nochmal? Was ist denn? Auch wenn sie am nächsten Tag arbeitet, sagt Atsuko normalerweise etwas zu uns, bevor sie geht. Aber heute ist sie gegangen, ohne etwas zu sagen. Nachdem du gestern Abend gegangen warst, sagte Atsuko, dass sie sich müde fühlte und ging direkt in ihr Zimmer, um zu schlafen. Als wir nach Sonnenaufgang aufstanden, war sie nicht mehr in ihrem Bett. Wir suchten überall und konnten unsere Tochter nicht finden. Also machte sich mein Mann direkt auf den Weg, um in der weiteren Umgebung zu suchen. Aber ich habe die Gegend einen halben Tag lang abgesucht und absolut keine Spur von meiner Tochter gefunden. Ah, das Kind macht doch nicht schon wieder eine Reise, oder? Was kann ich nur tun? Mach dir keine Sorgen, Liebling. Ich werde später nach ihr suchen. Du kannst zuerst das Zimmer von Atsuko zu Hause aufräumen. Das Kind hat das Fenster auch nicht geschlossen, als sie gegangen ist. Und so wurde ein ganzer Haufen Blätter ins Zimmer geweht. Übrigens, Reisende, das ist die vereinbarte Zahlung. Bitteschön. Uff, was zur Hölle hat dieses Kind Atsuko schon wieder gemacht? Komisch, komisch, komisch. Und das war's. Gibt's keinen. Wie heißt es? Nachfolgequest oder andockende Quest. Das kann doch nicht das Ende gewesen sein, dass der kleine Tanuki einfach aus dem Fenster abgehauen ist. Und jetzt müssen sie auf die arme Atsuko warten oder was? Ah, oder ich muss nochmal mit Atsuko reden. Das kann natürlich auch sein, dass die nochmal eine Quest hat. Aber das zählt als Inazuma-Quest, wie es aussieht, ne? Weil, wieso haben wir sonst von ihm die Quest bekommen? Ja, die Heimat liegt über dem Meer. Naja. Wenn du meinst, dann ist so. Gleich drei Stück. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Du. Schauen wir mal, ob Atsuko uns noch eine Quest gibt. Atsuko. Hello? Oder vielleicht so eine Daily Quest? Nee. Atsuko gibt keine Quest mehr. Sagt sie was anderes, wenn ich sie anspreche? Hallo, ich bin sehr erfreut. Hab ich das jetzt richtig gesagt? Über den Brief an deine Familie. Ah, du hast den Brief an meine Eltern zugestellt. Danke. Ich bin erleichtert zu hören, dass zu Hause alles in Ordnung ist. Mama ist immer besorgt und Papa ist sofort zur Stelle, um sie zu trösten. Aber vielleicht sagt Papa das einfach nur nicht und behält seine Sorgen für sich.
Nachdem ich von zu Hause weggegangen bin, kann ich leider nicht verstehen, wie sich meine Eltern fühlen, wenn sie ihre Kinder vermissen. Es tut mir so leid, dass ich sie beunruhigt habe. Ach so, kann ich nicht. Oh, dankeschön. Ich habe einfach ein Item bekommen. Hallo, ich bin sehr erfreut. Ja, das weiß ich schon. Hä? Da hat sie irgendwas gerade komisch gesagt über deine Heimat. Manchmal vermisse ich die Landschaft meiner Heimatstadt. Den ruhigen und beschaulichen Chinju-Wald, die schönen und üppigen heiligen Sakura. Das sind die Landschaften, die ich beim Aufwachsen begleitet habe. Allerdings war Inazuma nach dem Sakoko-Dekret wirklich deprimierend. Ein Mensch wie ich, der die Freiheit liebt, könnte das nicht ertragen. Das Meer unterliegt mehrfachen Genehmigungen durch die Kanju-Verwaltung, so dass es für normale Menschen keine Möglichkeit gibt, weit weg zu segeln. Vielleicht weiß die Verwaltung auch ganz genau, was sie tut. Das Fernweh in meinem Herzen ist aber stetig gewachsen. Die Sehnsucht nach Freiheit ist schwer zu unterdrücken. Deswegen habe ich mir, als ich mal wieder auf das weite Meer starrte, einfach kleines Floß zusammengebaut und bin aufs Meer hinaus. Es war eine tückische Reise, aber dank der Einheimischen, die mich gerettet haben, bin ich jetzt endlich frei. Nö. Nee. Die hat irgendwas zwischendrin gesagt. Ich dachte, das wäre der gleiche Text, aber war was anderes. Ich habe auf einmal ein Büchle bekommen. Naja. Komisches Ende einer Quest. Die denken, ihre Tochter ist wieder abgehauen und sie erzählt mir was von. Ich bin daheim. Abgezischt. Da weiß ich auch nicht wirklich, was ist, ne? Hey, Dugo, was geht? Aber hier müssen doch noch mega viele Quests rumliegen. Gehen wir mal zum nächsten. Alter, wo sind die ganzen Quests? Sonst war hier alles voll mit blauen Ausrufezeichen. Ich habe doch gestern nur die LAN-Aufgaben gemacht, oder? Ah, hier fängst du schon wieder an. Ich dachte schon. Hello, dann bist du die Nächste. Alrani. So, weiter geht's. Wieder kleine Störung gehabt. Alrani, ich bin schon da. Ach, wie soll ich so meine Abschlussarbeit schreiben? Was soll ich bloß tun? Alles in Ordnung? Ich, was? Oh, du bist es. Erinnerst du dich noch an mich? Ich bin die Person, die du aus dem Schatzräuberkäfig in Lingju Pass befreit hast. Danke nochmal für die Rettung. Was für dich hier? Also, was für dich her? Ich tue immer Wörter einfügen, weil ich das schreiben würde. Was führt dich hierher? Tja, nach deiner Rettung ging ich zu Soraya im Gasthaus Wangshu. Es war reiner Zufall, dass ich sie gefunden habe. Soraya ist wirklich gütig. Sie gab mir nicht nur eine Mahlzeit, sondern half mir auch, meine Notizen zu sortieren. Aber als wir damit fertig waren, meinte sie, dass meine vorherige Arbeit an der Akademie sich bereits um dasselbe Thema dreht. Wenn meine Abschlussarbeit nicht absolut überragend wird, falle ich bestimmt durch. Sie meinte, ich solle es mit einer neuen Perspektive versuchen. Ich könnte zum Beispiel über die Elemente schreiben. Aber da ich kein göttliches Auge besitze und die Elemente nicht nutzen kann, weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Darum blieb mir nichts anderes übrig, als in die Stadt zu gehen und dort nach Forschungsmaterial zu suchen. Warte, als du mich damals gerettet hast, war dein Kampfstil einzigartig. Verfügst du vielleicht über ein göttliches Auge? Nein, tue ich nicht. Wie? Du kannst ohne göttliches Auge so kämpfen? Wie kann das sein? Naja, spielt keine Rolle. Ist sicher eine lange Geschichte. So oder so muss ich dich um etwas bitten. Würdest du mir deine Kampfziele demonstrieren? Vielleicht fällt mir dabei etwas auf, dass ich mir für meine Abschlussarbeit helfen könnte. Bitte hilf mir. Wenn ich diese Arbeit nicht abschließe, kann ich mich in der Akademie nie wieder blicken lassen. Klar, ich helfe dir. Vielen herzlichen Dank. Dann lass uns nach draußen gehen. Hier in der Gegend habe ich eine Gruppe von Hildschulen gesehen. Kämpfe gegen sie, dann sehe ich deinen Kampfstil. Ich habe es gerade erst gemerkt, aber hier sind mega viele Quests ohne Urgestein. Aber ich glaube, ab Inazuma kriegt man ziemlich oft Urgestein für die Quests, oder? Oder bin ich gerade einfach nur verballert? Komm, steh auf. Deine Teile brauche ich auch immer wieder. Ja. Oh.
habe gerade gemerkt, ich habe Noel gar nicht dabei. Aber es regnet. Da machen wir gut verdampfen. Ah ja. So muss immer sein. Easy. Perfekt. Direkt eine Kiste. Oh, die sehe ich von hier sogar. Wenn es die ist. Mach mal die Hillet Scholz kaputt und dann holen wir die eine Kiste da. Gut, es regnet. Das wird dann ganz leicht mit euch hier. Schön mit verdampfen. Ui. Schön mit verdampfen. Hey. Ihr Nervensägen. Da. Geht doch. Oh, dein Kampfstil ist wirklich einzigartig. Oh, richtig. Ich habe gehört, dass Träger des göttlichen Auges die Präsenz der Elemente spüren können. Ich glaube, das nennt sich Elementarblick. Obwohl du kein göttliches Auge besitzt, kannst du doch Elementarenergie nutzen. Also solltest du eigentlich besitzen, oder? In der Nähe tummeln sich einige Schleime. Würdest du mir deinen Elementarblick nochmal demonstrieren und sie finden? Die mit ihren Extra-Aufgaben die ganze Zeit. Was soll das? Siehst du, ich habe einen Schatzmaler gefunden. Okay. Die checkt ja nicht den Unterschied, ne? Da, siehst du. Kommt her. Meine Bomben warten auf euch. Haha, als jemand, der kein göttliches Auge besitzt, ist mir gar nicht aufgefallen, dass du den Elementarblick nutzt. Ja, wie soll der auffallen? Ich gucke hier einfach nur. Ich gucke dahin, plötzlich sehe ich's. Ich schätze, das könnte wohl nur eine andere Trägerin des göttlichen Auges. Trotzdem danke für deine Präsentation. Seufz, ich wünschte, ich hätte ein göttliches Auge. Mit Elektrokraft wäre am besten. Das sehe toll aus und ich könnte mich damit verteidigen. Nein, ein göttliches Auge der Elektrokraft lässt sich wohl am schwersten erreichen. Du schaffst das sicher, wenn du dich anstrengst. Nein, ausgeschlossen. Wie sehr du dich auch anstrengst. Warte, weißt du was? Anscheinend hat seit einem Jahr niemand mehr ein solches göttliches Auge erlangt. Ach so, wegen dem Augenhass der Kräne. Weil... Wie war das? Geben die Arkons die göttlichen Augen? Ich glaube ja, oder? Sie wissen nicht, wem sie es geben, aber ein Wunsch und dann kriegen sie es irgendwie. Und sie ist voll dagegen. Deswegen haben die seit einem Jahr nichts bekommen, die Elektroleute. Unsere Shogun, oder? Und jetzt würden sie wahrscheinlich wieder welche bekommen, weil sie jetzt wieder ein bisschen offener ist. Es heißt, dass die Akademie forscht bereits seit einiger Zeit zu diesem Problem. Nun ist sie zu einem Schluss gelangt, dass der Elektro-Arkon nicht gewillt ist, genau den Sterblichen dieses göttliche Auge zu gewähren. Es heißt ebenfalls, dass Inazumas Elektro-Arkon ein Augenharz-Dekret erlassen hat. Das vorsieht, sämtliche göttlichen Augen von ihren Trägern in ganz Inazuma zu konfiszieren. Wer sich weigert und sein göttliches Auge vorenthält, soll hart bestraft werden. Früher wollte ich nach Inazuma reisen, um eine Arbeit über dieses Dekret zu schreiben. Doch das war mir zu gefährlich. Dir passiert schon nichts, du besitzt kein göttliches Auge. Hey, sag das nicht. Denk mal nach, wenn die Leute mit einem göttlichen Auge darunter leiden. Sind dann die ohne nicht noch schlechter dran? Ich sollte einfach hier in Lio bleiben und in Frieden meine Abschlussarbeit vollenden. Dann werde ich meine Kenntnisse der Akademie in Sumero melden. Wenn ich noch länger damit warte, nimmt das kein Ende. Ah, ich möchte dir für deine Hilfe noch danken. Nimm dies als Zeichen meiner Wertschätzung. Diesmal schließe ich meine Abschlussarbeit sicher ab. Viel Glück! Alter, wieder kein... Nitzli, habe ich noch nicht mal Bücher bekommen, ey. Was sind das für Quests hier, ihr Gierigen? Gib mir mal Urgesteine. Diese... Am Schlucker-Quests. Wenigstens habe ich dann meinen Dailies bekommen. Katastrophe, ey. Ich hole mir die Kiste, sonst kriege ich heute gar nichts mehr. 35, sehr schön.
Sehr, sehr, sehr schön. Da ist schon die Kiste. Nach der Kiste gehen wir nach Leo und holen die 20 schnell ab. Ah, Fletcher. Ich wollte dich. Dich wollte ich. Mach ihn kaputt. Bevor er heilt. Geht doch. Oh, ist noch einer. Hey, wir haben schon angegriffen. Du hast gerade voll geschielt, Madame. Geht doch. Fiorin ist schon stark. Und ich habe ja noch nicht mal was ausgerüstet bei ihr und die macht 84er kaputt. Und zockt nicht wenig ab, ne? Mir gefällt Fiorin. Ich muss die schneller trainieren. Wobei ein Hillage ist jetzt auch kein 9 plus Ultra Gegner, ne? Waterjet. Yes, ich kenne auch meine offensichtlichen, wie sagt man, Rätsel oder versteckten Truhen, wenn ich eine sehe. Ansehen, Liwe. Erstmal zu unserer schönen Catherine. Hello. Ad Astra. Thank you for coming. Wunderschön. Ad Astra. Beautiful. Läuft einfach nur gut. Hüber. So, da haben wir auch schon einige. Wir sind schon bei 37 Quests erledigt. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Das sind aber auch noch einige, ne? Ich glaube, die letzten paar sind irgendwo so ein hässliches Daily vorprogrammiertes Ding. Das ist immer ein bisschen nervig, aber kriegt man auch hin. Kriegt man alles schön hin. So, hier war ja nichts mehr. Muss da hin. Da waren die ganzen Sidequests. Einen würde ich noch annehmen für heute. Dann mache ich die ganze wöchentliche Dingsbums-Sachen. Gigi, du bist der neue Auserwählte. Wie sagt man noch? Es gibt nie zu wenig Arbeit, nur zu viel. Gibt es ein Problem? Seit diesem Sturm kehrt die Stadt langsam wieder zur Normalität zurück. Ich dachte, dass nun wieder Ruhe einkehren würde. Doch zusätzlich zu unserer Wachpflichten und täglichen Aufgaben werden wir nun auch noch andere Abteilungen zugeteilt, um auszuhelfen. All das zusammen halten uns ununterbrochen auf Trab. Zuerst sollte ich Akten entgegennehmen und ordnen, danach musste ich in der Stadt Patrouille schieben und eine Händlerkarawane begleiten. Seufz. Abgesehen davon wurde uns gemeldet, dass nahe Nantianmen von Zeit zu Zeit Erdbeben auftreten. Wir haben Leute hingeschickt, doch ihnen ist nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Die Erdbeben haben sich jedoch bereits ereignet, wir sollten also wachsam bleiben. Darum schicken wir von Zeit zu Zeit jemanden hin, um die Lage zu überprüfen. Doch in letzter Zeit sind wir unterbesetzt. Reisende, würdest du für uns nach Nantianmen nachsehen, falls du Zeit hast? Werde ich machen. Vielen Dank, Seufz. Ich muss los, die Pflicht ruft. Alle überarbeitet, hä? Die Armen. Was haben wir da? Nope. Achso, ich habe wieder ein Ding bekommen. Wunderschön. Schlüssel Nummer Dos. Nummer Dos. Oh, noch nicht freigeschaltet. Machen wir doch. Dann fehlen noch 4 Schlüssel, baue ich noch. Da zwei, da zwei. Und hier baue ich da ein. Macht 5. Ich brauche noch 7 insgesamt 7 Schlüssel, ne? Easy machbar. Easy.
So, geh nach Nantianmen und untersuche dort die Vorkommnisse. Hey, weit oben. Da gehen wir auch dahin. Beautiful. Kann man sogar schnell heilen, ne? Wunderschön. Oh, hier ist sogar auch eine Truhe. Die holen wir uns auch gleich. Da müssen wir runter. Aber zuerst gehen wir zur Truhe. So, weiter geht's. Heute ist Tag der Unterbrechungen, wie es aussieht, ey. Aber jetzt bereit. Ich wollte, genau, die Kiste. Jetzt muss man nur sehen, wo. Warte mal. Ne, zweit dahin. Aber die ist nicht oben, oder? Ist wahrscheinlich irgendwo unten. Genau hier irgendwo. Ja, ich sehe sie schon. Ich sehe sie schon. Voll daneben. War die hier. Hammer. Und jetzt gehen wir. Flieg mal lieber. Geht leichter. Fliegen wir doch eine Runde. Jetzt müssen wir nur einen Weg finden. Wo ist sie dann? Seli. Aussichtspunkt. Oh, Kiste sogar. Oh, noch ein Auge des Sturms. Ja. Komm runter. Seh nix. Wo ist der schon wieder? Lässt nichts liegen. Eine Schande. So, wir müssen dahin. Hier ist alles normal. Geh nach Landtieren und such weiter. Wieder voll geschielt, ey. Also, Travelerin, du schielst gerade sehr gerne. Geht doch. Noch einer. Into the shadows. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Wenn ich dann noch viel Abzug, Alter. Das ist so geil. Die gefällt mir mehr und mehr, die Clarent. Ich muss die schnell trainieren. Die muss ins Team. Ihre Knarren gefällt mir so hart. In Judgment. Ei, jetzt kommt auch die hier. Da. Judgment. Jetzt da. Nächste Untersuchung. Alles normal hier. Aber der schaut immer in die Richtung, ne? Ich hätte doch den Seli machen sollen. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo der ist. Der war auf irgendeinem Stein. Die ganzen Bäume sind jetzt im Weg. Ein Summerchul. Der wird auf jeden Fall mitgenommen. Da kennen wir nichts. Perfekt. Blau sogar. Sehr schön. So, sehr schön. Ah, da ist er. Ich sehe ihn doch. Ui. Ganze Armada hier.
Fire Hazard. Sehr schön. Ich komme ja schon hoch. Da. Holen wir den nächsten auch gleich. Hey. Da. Und da oben ist eine Kiste. Ja, Mann. Achso, eine gute sogar. Hey, hey. Ey. Jetzt nervt er mich aber hart. Alter. Alter. Geht doch. Ich muss gleich heilen, Alter. Mein Team geht hier drauf. Ich muss sogar billige Kisten bekommen, sehr schön. I'll keep this close. Beautiful. Beautiful. Warte mal, aber da war noch unser Seli. Das war der eigentliche Grund, warum ich hierher gekommen bin. Den da hinten hole ich mir auch gleich, der gräbt da, was bestimmt in. Wo geht der jetzt hin? Aufs Dach? Ist es sein Ernst? Ja klar, war ich genau drunter, ey. Perfekt. Na klar. Den mach ich nicht. Ich dachte, hier wäre Ding. Der Seli, aber der will nach oben. Okay. Krass. Wo ist denn der? Achso, dahin. Ich dachte gerade, hä? Voll aus den Augen verloren. Alter. Willst du mich verarschen? Ist jetzt irgendwas runtergefallen? Mein guter Free Stuff hier, ey. Muss ich aber kochen. Ich brauche nur ehrlich, ich muss heilen hier, ey. Aber erstmal den hier, weil hier könnte was rumliegen. Meistens wo die graben, ne? Aber nee. Zeigt nichts an. Okay. Meistens, wo die sowas graben. Das sind schön noch ein paar vergrabene Schätze, ne? Ja, in die Richtung muss ich. Ist nicht Aschdahlen hier? Doch, das ist sein Ding, oder? Der Jute Aschdahan. Perfekt. Bisschen Free Stuff. Was ist das? Eine Krabbe? Hier wirkt alles völlig normal, hä?
Weil wir haben Arsch der Hand schon kaputt gemacht, ne? Dann sollte doch normal nichts mehr sein. Wenn der drauf geht, gehen die anderen auch drauf. Doch nicht. Geht doch. Geht doch. Jetzt packen wir die alle ab hier. Ihr Nervensägen. Achso, deren Kopfding ist weg, ne? Ist ja geil. Ist mir nie aufgefallen, dass der abfackelt. Ist das noch einer irgendwo? Oh, geil. Ich dachte, es sind einfach nur Gegner. Aber geben sogar Truhe. Sehr, sehr geil. Aber ich habe hier oben doch Bernstein gesehen, oder? Ja. Ah, ich muss auf Ding wechseln. Kein Bock, die alle langsam kaputt zu machen. As you wish. Noch mehr Kisten, sehr schön. Warte mal, sehe ich gerade. Da kann man angeln. Machen wir doch kurz. Ah, und da ist ja auch der Aussichtspunkt. Ich hätte ihn fast vergessen. Jetzt muss ich da irgendwie rüber. Heilen hier. Da, easy. Nervensägen. So, ach, hier sind nur Paimons. Naja. Besser als nix. Jetzt sind alle zu weit weg. Ich hab einfach mal reingeschmissen. Oh Mann. Da war mein Finger zu schnell. Zu hubbelig. So. Is it another Paimon? Nobody knows. Glaube ich, die braunen Zuckerblumen Paimons, ne? Steht gar nicht noch da. Zuckerblumen Paimons können alle ins Team kommen. Brauche ich eh einige davon. Von allen Paimons, glaube ich. Jeweils 20 oder sowas für eine Route oder so. Deswegen immer ein gefundenes Fressen. Perfekt. Ja, die Dinger geben auch Geosiegel. Kein Wunder, dass man damals so viele Geosiegel hatte. So, aber wir gehen jetzt erstmal zurück. Ich habe kein Erdbeben gesehen, Kumpel. Du bist wieder da. Wie sieht es aus? Alles scheint normal zu sein. Normal, also keine Erdbeben, keine Monster? Wie seltsam. Trotzdem, Normalität ist eine gute Nachricht. Vielen Dank für deine Hilfe. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Gut auf zur nächsten Aufgabe. Egal wie viel ich erledigt habe, es gibt immer mehr zu tun. Der Arme. Und direkt eine neue Aufgabe. Das mache ich aber mal ein andermal. Das mache ich ein andermal.
Hat er wieder keine Urgesteine? Ich glaube echt, dass die voll wenig Urgesteine geben, ne? So, aber jetzt nach Sumeru. Ne, erstmal geben wir das Ding ab. Ja, guck mal, da sind noch 5, 6 Ausrufezeichen, ey. Gehen wir erst Ansehen abgeben. Und dann nach Sumeru machen wir die 3 Dorfbewohner-Quests. Bumm. Wunderschön. Wo ist das da? In die Richtung muss ich da. Da. Hup. Kopfgeld nehmen wir gleich das höchste an. Yes. Und Dorfbewohner direkt alle 3. Wunderschön. Alter, 1500 Meter, wo ist denn das? Easy. Wenn wir uns zu mehr rumlatschen. Ah, ich habe die Kiste gar nicht ausgerüstet. Ja, kein Bock jetzt, das zu tauschen. Oh ne, falsche. Ich wollte nicht Nasenin, ich will den Typen. Peseng. Gönn dir die Früchte, hier sind sie. Wunderschön. Dann müssen wir direkt an den Hafen, ne? Zack. Kriegst du. Dvarkanat. Wunderschön. Hier war auch irgendwo Angelstelle, habe ich gerade gesehen. Angeln wir doch auch. Perfekt. Welche Fische chillen hier gerade? Da brauche ich den hier. Komm, beiß an. Ah, zu weit raus. Perfekt. Die stöhnt mir ein bisschen zu viel hier. Alter, von dem Blauen ist hier mega viel drin, ne? Wer ist denn die Axt Marlene, Marlins oder Marlins? Perfekt. Sandsturm, Hornkugelfisch. Neu. Zum ersten Mal erwischt, hä? Komm. Komm. Wunderschön. Ja, lasse Ruth Axt malen. Wenn die so leicht zu finden sind, dann werde ich viele von ihnen brauchen, wenn überhaupt. Jetzt habe ich genug von denen gefangen. Haken nach oben, sehr schön. Jetzt noch einer, ne? Ja. Ich sehe nichts. Komm, perfekt. Jetzt haben wir alle. So, ne, falsche.
Den letzten holen wir uns auch. 125 da oben. Nee. Den wahrscheinlich. Kommen wir da leicht hin? Schauen wir gleich. Was ist denn der? Ist irgendwo da drin, oder? Komme ich von da rein? Weg zeigt auf jeden Fall in die Richtung. Ah, das ist auf dem Theaterplatz jetzt. Haben wir dich nicht schon letzte Woche gemacht? Und wieder zu mehrere Rosen, glaube ich. Klausch mir alle, aber von denen habe ich genug, oder? Ja, ja. Nehmen. Nimm, nimm, nimm. Level 5 erreicht. Die holen wir uns auch gleich, aber zuerst. Genau. Schlagen wir die drei kalt. Kaputt. Wo ist der? Wo ist der? Oh, da ist er schon. Ruinkoloss. Die gehen eigentlich auch ganz gut. Oh, der hat uns schon gesehen. Hat uns schon gesehen. Eis trifft. Wasser trifft auch. Sehr gut. Ey. Feuer macht auch Schatten. Perfekt. Sehr, sehr gut. Meine Main 3 Schadensmacher machen Schaden, das ist das Wichtigste. Hey. Okay, gegen Erde kannst du immer immun sein. Ist nicht so schlimm. Ist eh nur zur Heilung da. Meiste Zeit. Wobei Schaden. Bisschen Schaden ist nicht schlecht. Aber muss jetzt nicht sein. Da. Gut so. Schluckt das Feuer. Alter, 26.000, verdammt, ne? Auch nicht schlecht. Komm her. Bye-bye. Also die lassen gar nichts liegen, ne? Da liegt ein bisschen Mero-Rose. Nehmen wir doch. Perfekt. Ne, wieder falsch. So. Ich glaube aber nur Level 5 von Sumero war... nichts Besonderes, glaube ich. Was ist denn das? Ein Gerät, das Effizienz der Lebensmittelverarbeitung durch den Verbrauch von Mineralien steigert. Das Gerät, das die Effizienz der Lebensmittelverarbeitung kochen und so, weißt du, die Dinge werden schneller. Ja, Marmelade kochen, Würste. Beschleunigt es einfach nur. Vielen Dank. Aber brauche ich nicht wirklich. Ich tue so selten. Materialien vorbereiten. Und dann kannst du immer nebenbei laufen. Juckt mich nicht. Aber naja. Besser man hat als nicht, ne? Wo ist denn das Ding? Hä? Da steht auch nichts. Den Parameterwandler haben wir. Da steht Hilfsmittel, aber irgendwie... Ah, hier ist es.
Ein Gerät, das die Effizienz der Lebensmittelverarbeitung durch den Verbrauch von Mineralien steigert. Ah, das geht automatisch schneller dann, oder wie? Ist dann immer an. Ich dachte, musst du immer einsetzen. Keine Ahnung, wie man es einsetzt. Ne, habe ich neuen schon angenommen, oder? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, Kopfgeldjagd läuft. Da ist er ja. Ah, hier sind auch die ganzen Pilzbestien, ne? Die Nervensägen. Gib ihm! Gut so. Alles machen alle von meinen Schaden. Sehr schön. Da muss es irgendein Element sein von den anderen drei, ne? Ey. Willst du mir nur wehtun, hä? Aber die haben auch irgendwie diese ganzen Effekte da unten. Wie diese Windchen, ne? So stark ist jetzt auch nicht, aber naja. Besser als irgendwelche Elemente. Easy. Den habe ich eh schon getroffen. Den habe ich auch, glaube ich, schon getroffen. Perfekt, hat mich nicht gesehen. Sehr gut. Da gehen wir hin. Gib mir zwei Früchte. Zack, zack. So. Holen wir uns auch gleich den letzten. Die gehen schnell. Ich fand die in der Summa schwerer irgendwie. Die hat noch irgendwie mehr Leben, ne? Weil die gehen mega easy eigentlich. Oder bin ich einfach stärker geworden? Ne, ich glaube auch die Viecher sind nicht so anstrengend wie in der Summa. Ich glaube, die sind gleich da unten, ne? Die waren immer an der gleichen Stelle. Hier sind. Stimmt, hier waren wieder die Pilze, ne? Die lass mal nicht hier. Da ist er ja. Boom. Da. Verdampfen. Oh nee, Eis ist. Komm her. Hui. Gut so. Auch perfekt für Heilung. Die Nervensägen. Jetzt aber komm. Der ist gleich weg. Lass mich ablenken. Oh Mann. Geht doch. Geht doch.
Nehmen wir den Dendrococcus mit. Perfekt. Wenn wir schon mal hier sind. So. Auf nach Sumeru. Geben wir schon ab. Mit Beauty. Haben wir es erreicht. Wunderschön. So. Perfekt. Dann haben wir die Woche schon einiges erledigt. Die können wir langsam machen. Machen wir wieder den Wal, oder? Wal, Ashdahan. Im dritten gucken wir mal, wenn wir machen. Aber den Wal auf jeden Fall. Ich brauche Leben. Und wir haben auch Water. Ja, perfekt. Dann gehen wir direkt den Wal machen. Klatschen wir die Woche durch. Dass wir mehr Freiheiten haben. Die nächsten paar Folgen. Die Woche. Yes. Komm raus. Dein Vernichter ist da. Wo ist der? Alter, viel zu schnell. Das ist wieder so ein nerviges. Ist er schneller geworden? Kommt mir gerade so ein bisschen vor. Ein bisschen zu langsam, ey. Alter. Was ist denn das? Oh, die kann man auch abschießen, oder was? Hey! Easy. Ich wollte ihm Aua Aua machen. Komm her. Ein bisschen heilen wenigstens. Perfekt. Für mir auch wieder voll. Komm, mach was. Gleich nochmal. Aber das war schnell danach wieder wie. Wird aufgelöst und gleich nochmal. Hä? Kann sowas sein. Komm her. Oh, ich glaube einiges ab, ne? Ja. Kurz heilen. Geht doch. Ja. Noch einmal haben wir es geschafft. Komm schon.
Mach wieder ein blödes Ding da. Ich weiß, was du willst. Komm schon. Geht doch. Ich komm ja schon. Boom. Oh, ich hätte Dinge einsetzen sollen. Die anderen Attacken zuerst. Und zum Schluss das ganze Feuer. War ein Fehler. Aber ich kann die noch schnell einsetzen. Geht doch. Wo ist der? Komm schon. Gib Putz. Eieiei. Gib ihm. Wo ist er schon wieder? Oh, der will mich wieder schlucken. Wenn er schon so anfängt. Oder? Na ja, sag ich doch. Schluck mich, schluck mich. Ich mag eh gegen deinen Typen da zu kämpfen. Der macht immer so viel Schaden bei dir. Komm schon. Mach deine. Komm schon. Geht doch. Noch einmal, dann haben wir's. Dann verliest du wieder schön Leben. Ich weiß genau, was du willst. Komm. Verwandel dich. Perfekt. Easy. Bisschen Eis, bisschen Wasser. Komm schon. Ein paar Mal Feuerschaden machen. Katastrophe. Hat zu viel Leben dabei, ey. Komm. Schön Schaden machen. Wo ist das schon wieder? Komm schon. Hey. Oh, er schluckt mich wieder. Das gefällt mir doch. Da fließt auch wieder ein Batzen Leben. Komm her. Mal schön heilen. Komm, mach den Schutzschild. Nice. Da. Aber das schützt doch echt nichts ab. Nur diese komische Kraft da, ne?
Genau die hier. Jetzt hat er eh verloren. Du hast eh verloren. Alter, der hat aber schon viel Leben, ne? Das ist Katastrophe. Der fette Narwhal da. Komm. Perfekt, eine Kugel. Sehr, sehr gut. Was sind das überhaupt? Traumlösungsmittel. Ich weiß nicht mehr für was es war, aber irgendwas bestimmt. Wo ist Ashdan? Ashdan. Genau der. Wie viel brauche ich eigentlich? Weil wenn ich genug habe, dann müsste ich den gar nicht mehr machen, ne? 4 Stück habe ich. Auf 9 brauche ich 2. Die Frage ist, brauche ich dann nochmal 2, um auf 10 zu machen? Ich kann auch gar nicht schauen, wie viel ich für den nächsten brauche. Das ist blöd. Aber egal, ich brauche eh voll viel. Hier ist 1, also sind wir auf 7. Und wenn ich nochmal, wahrscheinlich nochmal 1. Auf 9 ist 2, 2, ja, da brauche ich noch einige. Machen wir nochmal Ashdahan. Der Jute. Der Jute Kumpel. Nicht wechseln. Starten. Da. Das schöne Viereck. Feuer und Eis müsste eigentlich voll gut gehen. Hat's im Öhrle gejuckt. Komm, Ashdahan. Hauptsache hat sich im Kampf angefangen zu jucken. Komm her. Da. Fangen wir gut an, ne? Mit Schaden. Haben wir schon einiges abgezockt, ne? Fängt schon mal sehr gut an, ne? Lass mich heilen. Komm, perfekt. Ja, so ein Fünftel ist schon mal weg ungefähr, ne? War ein brutaler Angriff am Anfang. Da muss man auch lauter Hauptattacken, ey. Ey! Meine hübsche Noelle hier. Wusste, der will doch gleich rauskommen, da. Judgment! Nix da! Ich weiß genau, was du willst. Der holt seine Pyrokraft, ne? Sechs in der Luft werde ich weggeschlagen, ne? Komm her! Ja, Pyro war auch immer nervig, weil der Boden die ganze Zeit brennt. Wobei, fast alle seine Attacken machen am Boden nervig, ne? Schaden. Uiuiui. Fängt ja gut an. Uiuiui. Alter, da wird Mut gegen meinen starken Pyro-Schaden. Komm, heilen wir ein bisschen. Perfekt. Ja. Lass noch ein bisschen heilen erstmal. Zack, 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 zack. Water Jet. Geht doch. Boom, boom, boom. Zum Glück ist so groß, Alter. Da machen meine Attacken. Vor allem die, wo einfach weggehen wie der Weizer-Attacke langsam.
Die gehen dann gut immer. Auf dem ganzen Körper entlang Schaden. Das ist immer ganz geil. Will not absorb you. Zeig dir, was heißt hier absorben, Alter. Willst du mir nur wehtun? Jetzt kommt die nervige Kryokraft. Oder Kyro? Kryo? Egal. Bringt nix. Gegen Moa Stärke. Versinkt er jetzt? Ah, nur noch ein Schwanz ist draußen. Komm her! Gefährlich! Richtig gefährlich! Komm, ein bisschen heilen, versuchen wenigstens. Gut so, komm! Ah, ich hab keine Ausdauer mehr. Boom, 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 boom. Geht doch. Alter. Ich hab doch gewechselt. Sorry, mein Main Damage weg ist scheiße. Weil ich unachtsam war. Ey. Ich will nur ein bisschen heilen hier. Das ist so viel verlangt. Alter, war aber viel Leben, ne? Mega gefährlich. Jetzt aber komm, heilen, heilen, heilen. Komm her. Der will mir nur wehtun. Keine Chance. Der Power hinter mir. Destruction. Das gesessen. Alter, seine Eissperre, ne? Die sind schon mächtige Schadensdinger. Der macht doch mein Schild so schnell weg. Mega gefährlich. Aber macht er wieder sein Ding. Alter. Perfekt, komm raus. Ich mach dich putt. Jetzt springt er noch über meinen schönen Wasserball. Ich hätte von vorne machen, über die ganze Länge von seinem Körper machen sollen, ey. Aber das schafft man. Der hat nicht mehr viel Leben. Das kriegen wir locker hin. Alter. Die Speere sind schon heftig. So, jetzt ist ich verloren. Easy. Nicht wirklich.
Der hat auch zu viel Leben, ey. Vielen Dank. Perfekt. Auch wieder einen bekommen, sehr schön. Das wunderschöne Horn. Jetzt muss ich erstmal wieder kurz heilen. Zack, zack. Beautiful. Wen machen wir? Ah, hier was. Pep. Aber ich brauche ihre Wasser nicht so dringend. Stimmt. Child können wir auch nochmal machen. Unser Tatagia, den Grafen. Die brauche ich für Rosaria. Ja, machen wir Tatagia nochmal. Der geht auch schnell. Wo ist der schöne Tatagia? Der meine schönen Items gibt. Dann habe ich sogar das geschafft, ne? Für die Woche schon. Amuse me. I will amuse you. Mit allem, was ich habe. Komm her. Time to clean up. I must leave no stone unturned. Mal kurz heilen hier. Geht doch. Progress. Not bad. You've got a trick or two. You can't run. Shiver. Da. Water jet. All you do is run. Yeah. Feel the split. No use hiding back. Come here. Ooh. Steady as stone. Root. Yep. Boom, 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 boom. Dura, dura. Eigentlich nicht, ich kämpfe doch ganz Zeit. Eins gegen eins hier. Voll drauf. Ich sehe keinen Run. Schau mal. Komm schon von mir raus zu den Schlägen. Last one. Ah, oh, voll daneben. Komm her. Ui, das ist gesessen. Leave it all to me. Boom, 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 boom. Schöne Heilung, Alter. Da. Komm her. Ui. Du willst mir nur wehtun. Genau das da. Jetzt ein Schild machen sollen und dann sie holen, aber nee. Wo ist der schon wieder? Was ist denn der? Haut immer hier ab. Easy. Perfekt. Aber wieder nur einer, hä? So. Dann habe ich die auch dreimal erledigt. Wunderschöne. Es ist Sonntag. Dekoration kann ich noch schnell abholen. Müsste ich. Ah, nee, ich habe keine 10. Ich habe nur 6 oder 7 gestern gemacht, ne? Und Kantaler schaffe ich auch keine 1000. Habe ich gestern schon abgeholt. Aber erstmal schön heilen. Beautiful.
Komm. Geh mal her hier. Doch, über 1000. Sehr schön. Knapp über 1000. Da. Da leider nur 5, ne? Naja, besser als nix. Aber... Ach, falscher Knopf. Ich kann wieder 50 Karma Palaholz, wie das heißt, umwandeln. Ne, mach mal 30 und da 20. Wenn ich schon genug davon habe. Perfekt. Nur 4 Stühle kann ich machen, ey. Da fällt mir doch schon wieder das Kampala-Holz, ey. Das ist krass. Wie viel die Stühle nur kosten. Krank. Krank, krank, krank. Tü. Achso, das Holz habe ich natürlich nicht. Kein L nirgendwo. Linden, ne. Hab ich natürlich nicht. Muss ich erstmal finden. Aber machen wir doch ein bisschen davon. 2, 3. Knapp unter 1,5. Einmal, zweimal Stoff. Muss ich ein bisschen Stoff herstellen. Perfekt. So. Wunderschön. If you ever have it. Da ist nix, nope. Ich glaube, 2 Tage muss noch warten, ne? 1,5. Okay. Dann können wir wieder raus hier. Perfekt. Das ist erst Sonntag. Dekoration habe ich morgen. Die vollen 10. 500.000 geht auch schnell. Die können wir noch anfangen. Aber wir haben ja noch ein bisschen übrig. Ah, falsches. Ja, genau. Wann ist denn eigentlich? Wie lange haben wir noch? Morgen ist schon. Aber nee, ich glaube, es ist Mittwoch, gell? Dann ist ein Tag immer ohne Banner. Und dann kommt erst der neue Banner, wenn ich mich nicht ganz irre. Du. Nee, was wollte ich denn eigentlich? Ah, ich wollte gucken, welchen von den 3 wir machen, ne? Zack, zack. Ich mach Clarence, ich hab so einen Bock, die hochzuleveln mit ihr. Spaß haben. Da machen wir die 8 erstmal voll und dann sammeln wir das ein bisschen. Über die nächsten Tage. Nice. Mach mal Fettchen kaputt. Kabutski. Ich bin schon da. Jo. Wipeout. Ui, die will mich putt machen. Komm. Der hat gesessen.
Komm, einmal kurz. Wusste. Ui! Der will mich putt machen. Komm her. Bum 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 bum. Destruction. Auf die Feinest. Komm. Komm. Ui. Nur weh willst du mir tun, hä? 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 Leave it all to me. Kista. You can't run. You can't run. Why are you running? Der ist gleich down. Er hat wieder so ein blödes Schutzschild gemacht. Nix da. Oh, hat trotzdem ein bisschen erwischt. Oh, wo bist du schon wieder? Da. Und bye bye. See? Beautiful. Was sind da unten Gegner oder was? Ich zum ersten Mal. Ah ja, Schleime. War ich langweilig oder was ist hier los? Also hier kannst du auch gut Elektrodinger sammeln. Ich glaube, Beidou braucht die, oder? Oder was? Razor? Weiß gar nicht mehr. Nee, Razor braucht Wolfshaken. War das Beidou? Keine Ahnung mehr. Aber hier ist alles voll von den Dingern. Schon krass. Alter, Alter, Alter. Also wenn man solche braucht, kriegt man die hier auf jeden Fall. Und zwar wie noch was. Ja. Die sind hier überall. Krass. Krass, krass. Jetzt muss ich gerade gucken. 72, also ich kann nur noch einmal machen, ne? Wer braucht noch? Außer Clorinde. Nee, bei ihr habe ich es gemacht, genau. Bei ihr glaube ich. Oh nee, da fehlt einiges. Da fehlt einiges. Noch 10 Stück. Aber schadet nicht. Kann man auch immer wieder machen. Wo ist der? Der war irgendwo hier mal. Ja, da ist er. Da ist das gute Ding. Hallo. Waterjet Judgment. Bombs away. Here comes the
Da. Brenne, mein Freund, brenne. Steady as stone, as a dutiful maid would. Komm her. Ey, jetzt machst du dieses nerviges Ding da, ne? Ah, ich hasse die Dinger so hart. Oh. Mein Arme, Noel. Wow, 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 wow. Judgment. Nix da. Das ist nur Feuer, die kaputt machen kann. Das ist so nervig. Dann brauchst du immer so einen großen eigentlich. Mit Diluc damals habe ich es immer gemacht. Der hätte so eine Feuerattacke, die mit seinem Feueradler. Da geht alles dann weg, was in die Quere kommt. Da. Boom, boom, boom. Hey. Komm, heil mal kurz. Meine Gefährten. So, Fackel ab. Komm. Zu Papa. Nervensägen. As a good knight should, I must leave no stone unturned. Time for a light show. Jetzt aber komm. Ah, ihr Nervensägen. Geht doch. Jetzt bye-bye. Katastrophe. Ich bin froh, wenn ich die Schnabel nicht mehr machen muss. Mit deinen nervigen Kleinen. Was haben wir jetzt schon wieder bekommen? Achso, Daily. 150, sehr schön. Damals 2. Da haben wir 170 verbraucht. 500.000 Mora kriegen wir schnell hin. Du. Ich habe 33. Die 7 dauern ewig. Und es ist eh schon spät. Machen wir irgendwas Schnelles. Eine Sphäre. Eine Sphäre. Oder doch, eigentlich könnte ich eine Sphäre machen. Für 20. Müssen wir nur gucken, welche. Das falsche. Erstmal schauen, ob wir irgendjemanden aufleveln können. Ich glaube eher nicht. Haben Talente und so nichts gemacht. Da fehlt mir der hier. Sonst könnte ich eins mal das da machen. Da fehlt mir alles. Irgendjemand, der fast fertig ist. Haben wir das? Nicht wirklich. Was ist denn das? Gold. Haben wir Gold? Wir haben 3x blau und 53x grün. 53x grün und 3x blau. Ah,
53 mal grün sind 51, 17, ne? Ja. 17 mal grün hätten wir, plus 3, 20 mal grün. Ja, aber brauche ich 3 davon. Doch, ich würde 6 hinbekommen. Wenn ich 5 davon habe. Wobei, ich will lieber das so. Wenigstens 3 blaue machen kann. Dann kann ich die 2 machen. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Elementar. Der Alchemie muss ich. Zum Alchemiemeister. Zum hübschen Alchemiemeister. Hola. Wo ist das? Gold, Gold, Gold. So, das hier, ne? Ich habe einen, ich brauche 4. Mit dem habe ich sogar noch einen, habe ich 2. Das heißt, ich brauche 6 mal blau noch. Wunderschön. Und 3 mal lila. Perfekt. Jetzt muss ich gucken, die Rolle. Wo ist denn der? Da? Kann ich 2? Ich brauche 2 mal grün. Beautiful. Also kann man einmal zusätzlich bekommen. Sehr geil. Ja, nun. Ich hätte 0. Oh, nee. Muss ich nochmal Gold machen. Noch einmal Gold machen. Sorry. Auch 3 blau dafür, ne? Geht doch. Beautiful. So. Waren aber keine 500.000. Das bisschen aufleveln da. Wie sieht's bei euch aus? Collie. Schon eher. Mittwoch erst, wir Montag. Dann kann ich Talent schon mal nicht aufleveln. Auch Mittwoch. Dann deins auch nicht. Dienstag, also erst morgen. Aber ich muss nur die da sammeln. Nichts kaufe. Nee, wieder falsch. Sieht doch gut aus. Ich brauche 2 grüne nur. Wo ist das? Zwischen die durch. Katastrophe. Oh, perfekt, gleich ein grünes. Warum nicht gleich so? Gar keins. Nur grau. Da ist noch einer. Perfekt. So easy geht es. Yes. Drei grüne nochmal. Dann kann ich nochmal aufleveln. Was muss ich machen? Zerstöre die Pummel höchstens 3 Angriffen.
Da brauche ich aber ein anderes Ding. Was gibt's hier so? Den da brauche ich, glaube ich. In 3 Angriffen, hä? Easy. Ne, einer ist übrig geblieben. Ich war doch schon so weit eigentlich. So ist besser. Einfach ganz dahin. Easy. So. Also meine nächsten Opfer. Noch 3-mal grün. Komm her. Ist ja nur grau, oder? Habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja. Eine Schule. Ist alles grau, ne? Perfekt, einmal grün. Brocken brauchen wir, genau. Wieder eine Perle. Gib mal Brocken hier, ey. Komm, Brocken, Brocken, Brocken. Irgendwie ist hier nichts. Ah, perfekt, muss nur meckern. Wieder nur Perle. Perfekt, ein Brocken noch. Ein einziger Brocken fehlt, komm. Krabben, ich komme. Die wollen mir alle keinen Brocken geben, ne? Nope. Alter, wollen die mich verarschen? Gleich aufgeben und mach Alchemie. Da hinten sind noch 2. 3 sogar. Alter, wieder nichts Grünes. Willst du mich verarschen? Blaues sogar bekommen. Also sogar ein blaues oder kleiner grüner. Alter. Die sind voll gegen mich. Tintenfische. Alter, wieder blau. Das kann's doch nicht sein. Nope, die wollen es nicht. Die wollen es nicht, dass ich es schaffe. Die wollen, dass ich Alchemie mache.
Also ich bin kurz davor zu sagen, lass es. Lass es doch einfach. Komm her. Yep. Alter. Der chillt hier. Nicht mehr lang. Gib mir auch chillig rein, komm. Die gibt mir gar nichts. Ey, ich geh jetzt gleich alle Chemie machen. Ich hab keinen Bock mehr. Einen gebe ich noch eine Chance. Ihr zwei. Ich finde nur weiß. Nope. Ich habe so viel jetzt gesammelt. Wird schon reichen. Was ist dort? Aktiviere alle Resonanzpunkte. Okay. Check ich nicht. Habe ich einen Fehler gemacht? Muss ich auf die Muschel? Nee, ne? Da war doch mal was mit der Muschel. Einfach geschossen, egal wie. Nichts gecheckt. Irgendwelche versteckten Schätze. Als eigenen Angriff. Ja, echt so. Eine Art Druckwelle zählt als eigenen Angriff. Ist ja easy. Auf zum nächsten. Easy für so eine Kiste. Glaubst du an Raptur? Da ist auch nochmal irgendwas. Da war auch nochmal eine Kiste, okay. Keine Ahnung, wie ich die bekommen habe, aber Hauptsache ich habe es bekommen. Sehr schön. Jetzt ist da noch ein Strudel. Okay. Wo bringt der mich hin? Mit den Robben schwimmen. Und wohin? That's the question.
Einfach zum Teleporter, okay. Bleib stehen. Nice, grün. Geht doch. Hat genervt. Wie noch was. Aber we did it. Da ist noch einer. Jetzt kriege ich grün ohne Ende, hä? So. Aber. We go back. Was, Chlorin? Ich glaube, ja. Genau. Genau. Beautiful. Jetzt kann ich aber eh nicht mehr machen. Immer noch keine 500.000. Die wollen mich auch machen. Das dauert noch ewig. Colin brauche ich noch. Colin noch die alle. Der muss ich das sammeln. Oh. Katastrophe. So viel noch sammeln. Kohle sammeln, sammeln. Katastrophe. Da habe ich sogar solche Leuchtpilz. Wie viel brauche ich davon? 25 Stück. Wie viel habe ich? Ich würde es machen, wenn ich... 8 Stück brauche ich dafür. Wenn ich kurz davor wäre, hätte ich die kurz ein paar hochgelevelt. Aber so... Verballer ich alle meine Bücher. Ich habe erst die Hälfte. Haben wir eh noch die Woche Zeit. Kann man noch nebenbei lassen. Aber eigentlich wollte ich ja das machen. Weil ich noch 6, jetzt 36 noch habe. Egal. Der eine macht es auch nicht wett. Naja, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Hier war Robi von RNR Production. Und das war Genshin Impact Part 152. Glaube ich mal, ja. Müsst ihr noch. Und natürlich subscribe, kommentiere und liken. Dankeschön dafür. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye und ciao.